Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exoscocktail Simse. Oh, Rechnung bezahlen sollten wir auf alle Fälle machen, das ist schon sehr wichtig. Und jetzt schauen wir mal nach den Bedürfnissen der Familie. So, was haben wir hier? Sie will auf alle Fälle was essen. Wo haben wir sie? Ah, sie steht schon am Kühlschrank, noch mit den Laborkette. Ganz arbeitsbewusst und analysiert gerade so die Schnittchen. Ne? Sind sie in Ordnung? Ich weiß es nicht. Das kann sie uns nur maximal sagen. So, hier sieht es eigentlich ganz manierlich aus. Was haben wir denn da? Alles ganz sauber. Das heißt, der macht einmal ein Grundsatz-Hygieneprogramm. Das heißt also einmal das hier verwenden, einmal Zähne putzen. Und dann kann er direkterweise auch schlafen gehen. Und das Ganze schauen wir natürlich auch nochmal bei ihr. Sie ist noch beim Essen, ne? Ja. Gut. Wie sieht's denn bei ihr aus? Die, könnte direkterweise, da muss ich mal nachschauen, in 11 Stunden. Das heißt, sie macht auch ein Grundsatzhygieneprogramm. Das heißt, sie wird das hier einmal verwenden und einmal hier auch Zähne putzen. Und dann geht auch sie in die Falle. Und Maya Müller schläft schon. Ich hoffe im richtigen Bett. Ja, sie schläft zumindest im richtigen Bett, aber sie schläft nicht richtig. Das heißt, sie kann einmal hier schlafen. Okay, einmal bitte aufstehen, einmal richtig schlafen gehen. Ich schaue auf Fernsehen, wo ich sage, nee, Internet surfen, das ist in Ordnung. Spaß geht hoch. Das heißt auch nochmal hier einmal Toilette, einmal Zähne putzen und dann gehen wir mal schön zu Maya Müller ab in die Falle. Ja, so muss das sein. So, Kitami hat wohl gegessen, aber nicht wirklich fertig. Das heißt arme Ritter essen. So, Nadja ist nach Hause gekommen. Was ist passiert? Bisschen Kohle. Tim ist auch nach Hause gekommen, gab auch Kohle, okay. Dann schauen wir mal nach, was der Tim macht. Tim, wo bist du hin? Hier? Oha. Der braucht eindeutig erstmal die Bläslichkeiten. Und da ist das kaputt gegangen, nicht schön. Dass hier immer alles kaputt geht, das geht gar nicht. So, wir nehmen ein Schaumbad, dann geht der Spaß ein bisschen mit hoch. Und dann gehen wir hier mit in eine Falle. Und dann schauen wir mal Nadja an. Ah, da ist Nadja. Ja, Nadja liebt die Natur. So, sie braucht definitiv was zum Essen. Dann holen wir uns mal was hier. Sie hat richtig Hunger. Einmal ein Gericht nehmen. Und danach lassen wir sie schlafen. Das ist schon sehr wichtig. Die ist ja müde ohne Ende. Einmal schlafen, danke sehr. Ja, die sehen schon cool aus, die Klamotten. Hat so ein bisschen echt von Ausnahmezustand. Weil es auch echt mal was ganz anderes hier im Haushalt ist. Ne? Das, aber sie ist ja auch sehr individuell, muss man ja mal so sagen. Also ist sehr altheimat verbunden, obwohl sie ja die Heimat ja nie gesehen hat, also die ursprüngliche. Also tja, so ist es. So, will ich mal schauen. Das junge Mädel geht am Computer. Sie könnte aber einmal bitte nochmal aufräumen. Okay, Computer wird abgebrochen, wird aufgeräumt und danach darf sie direkterweise natürlich auch gerne mal Was blitzt denn da? Ach ja, stimmt, Bäume, ja, die können ja blitzen, ja, genau. Also manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt. Gut, einmal schlafen bitte. Okay. Ist auch wirklich schon spät genug, da kann man schlafen. So, wie geht's unserer jungen Dame hier? Sie schläft. Ja, super. Sie geht schlafen, er ist noch am Baden, schläft.
Ja, eigentlich alles in Ordnung. Und dann geht's direkterweise in der Falle. Okay. Wo ist sie? Was macht sie? Die schläft doch, oder? Kitami. Ach, nee, sie ist am im Bett gehen. Das ist interessant. Da kommt ihr eine Idee. Was kommt ihr denn für eine Idee? Schauen wir uns das mal an. Da sollte ich es natürlich auch erstmal selektieren. Dann geht's einmal in das Telefon, ne? Notizbuch. Was hat sie denn? Aha. Rot und heiß. Ne, das hatten wir schon. War Basilikum. Eine billige, beliebige Dingsbums. Da haben wir sie. Schwebelampe. Keine Zutaten. Eine Schwebelampe. Folgt die dann ein oder so? Oder? Keine Ahnung. Simray. Gewöhnliches Metall, gewöhnlicher Kristall. Keine Zutaten benötigt. Pflanzen sollte ich mir aber auch mal holen. Was hat man da? Synthetiknahrung. Und das Basilikum und die beliebige Pflanze. Und hier keine Zutaten. Ja, da muss ich erstmal gucken, was ich da zusammenmische und wie ich das überhaupt mache. Okay. Und schon ist die ganze Familie mehr oder weniger am Schlafen, hoffe ich. Ja, die schlafen alle. Und die Zeit, die rast durch, müsste bald Tag werden. Na? Okay, gut. Wir haben den nächsten neuen Morgen. Ups, das war ein zu tief. Und dann wollen wir mal schauen, wer ist denn hier so wach geworden? Maya Müller. Ja, Maya Müller hat erstmal etwas. Und zwar, ja, sie hat Hunger. Das heißt, wir werden uns hier den mal hier eröffnen. Holen uns hier mal ein Gericht raus. Und hier ist jemand sehr unwohl drauf, weil Muskelkater. Ja, Muskelkater gehört manchmal dazu. Ob man will oder nicht will, das ist immer so eine Frage. Das ist manchmal unangenehm. So, er öffnet sich das auch, nimmt sich hier einmal ein Gericht raus. Okay. Und was hat er denn noch für Bedürfnisse? Sehen eigentlich ganz in Ordnung aus. Kann man nicht großartig meckern. So, wollen wir sehen. Ist am Pennen, ist am Pennen. Ist auch wach geworden. Sie braucht nicht so viel zum Essen. Sie macht sich einmal. Was nehmen wir denn? Oh, Joghurt? Ja, okay. Machen wir Joghurt. Dann Kima, was ist mit ihr los? Sie hat richtig Hunger, das heißt, sie wird sich auch was richtig holen. Sie holt sich einmal arme Ritter. Okay, einmal arme Ritter. JD ist am Essen. Gut, okay. Gucken wir mal, ob die hier auch miteinander quasseln. So. Gut, einmal ein Gericht nehmen. Finde ich toll, dass die sich da untereinander so unterhalten, ne? Das hat was. Ja, Opa kommt auch. Denkt sich auch so, na hoffentlich sind die gleich alle aus dem Haushalt, da habe ich meine Ruhe. Ja, Mensch. Kriegen ein Bedürfnis nach dem anderen automatisch hier erfüllt bei mir, ne? Das ist die automatische Bedürfniserfüllung, ne? So, was haben wir? Er macht sauber und er könnte danach. Was könnte er denn danach machen? Verdachtsperson verhören. Ja, verfügbare Urlaub 3 Tage, 2 Tage bis zur Arbeit. Okay, der ist zu Hause heute. Wie sieht's denn mal hier aus? Hatze, Hatze. Tagesaufgabe, Bücher schreiben. Nicht begonnen. Und sie darf in 3 Stunden arbeiten. Oha, das wird böse. Gut, wie sieht's bei ihr aus? In 3 Tagen. Okay, sie darf einmal Gemälde machen. Das kriegen wir ja auf alle Fälle hin. Das heißt, dann kann sie einmal das an eine Kunstgalerie verkaufen. Da liegt ein Teller auf dem Boden, sehe ich gerade. Das ist ja Ordnung.
Und danach darfst du das hier fortsetzen. I am himself darf das definitiv aufräumen. Dann darf er das hier einmal reparieren. Und dann da hinten war ja auch noch was. Auch mal das bitte reparieren. Okay. Salute, Bolumbidi, genau. So, JD ist am Zocken. Der darf aber auch mal aufräumen. So viel zum Thema Ordnung muss sein, kennt man. So, sieh mal das. Sie ist in 3 Stunden. Wie sieht's bei Kitami aus? Durchbrüche erzielen, okay. Und 3 Stunden bis zur Arbeit. Spaß, Hunger, das heißt, sie wird sich auf alle das Ding hier mal eröffnen. Ach, da ist ja nicht drin. Ach du Schande. Dann wird sie ja immer das verdorbene Essen aussortieren und dann noch eine schnelle Mahlzeit sich in Joghurt reinziehen. Damit die junge Dame hier auch ein bisschen was bekommt. Und zwar in den Magen. Geht ja sonst gar nicht. Kling hat's gemacht. Okay, das wird der Joghurt sein. Ah, der kostet ja auch mal so ein paar Gramm. Ne? Der muss ja auch bezahlt sein. So, was ist mit dir los? In 2 Stunden. Ja, was kannst du denn da noch machen in 2 Stunden? Wollen wir mal schauen. Ein bisschen Hygiene, genau. Etwas Grundsatzhygiene machen wir mal hier. Ditte, dann kannst du Zähne putzen. Auf alle Fälle nicht verkehrt. Und. Hoppala, fertiggestellt, Meisterwerk. Ungewöhnliche Teile, nee, gewöhnliche Teile. Gut. Junge Dame. Genau. Ui. Das Ding sieht fies aus. Okay, das kann man verkaufen. Sie hat direkterweise da angefangen zu malen. Joa. Sie ist sehr inspirativ. Sie muss in der Stunde zur Arbeit sein, dann passt das. Dann hat sie vorher nochmal ein Bild verscheuert. So, wie sieht's hier aus? Sie ist müde und darf in 3 Tagen als C-Promi. Was muss sie denn überhaupt machen noch? Witze schreiben, Musik üben, nicht begonnen. Okay, ja, das darfst du verkaufen. Wollen wir mal sehen, was macht JD? JD, geht's eigentlich ganz gut. Der muss heute nicht arbeiten. Warte, der WSE, komm hier ganz durcheinander hier. Also bei so viel Arbeit, nicht Arbeit, 2 Tage. Also da muss man echt mal wieder auf die Reihe kommen. Tagesaufgabe. Aha. So, sie darf ein Training machen. Auf jeden Fall darf sie ein Training machen. Training. 6 Stunden bis zur Arbeit. Laufen ohne Schweiß ist besser. Gut, dann hat sie einmal das, einmal das. Gut, irgendwas ist hier dreckig. Ah, ich sehe schon, okay. Oh, Videospiele. Kann mich über Anfänger lustig machen, also sie zumindest. Ja, ich nicht, also ich habe ja kein Level 8 im Videospiele. Also, ich doch nicht. Bin auch viel zu schlecht dafür. So, alles wegwerfen und einmal bitte hier wischen. Oh, wo geht sie denn hin? Den finde ich toll, dass die hier auch mal rund. Oh. Sie ist in den Kinosaal gegangen. Genial wäre natürlich, wenn man die wirklich so ein bisschen aufblähen könnte und so eine riesengroße Falunse hier hätte. Ha? Und da hat mir einer gesagt, man könnte hinten noch Boxen hinmachen. Können wir direkterweise mal machen. Machen wir dann mal. Hier war so auf dieser Höhe. Okay, vorne vielleicht auch noch? Obwohl, das passt nicht mit der Boxen, wa? Werden wir mal schauen. Nee, das haut nicht hin. Schade. Aber ist jetzt nicht so wild, da haben wir ja diese als Frontboxen, das ist schon okay. Jo.
Mikro wurde mir auch mal gesagt, könnte man da unten hin platzieren. Können wir mal schauen. Beleuchtung, Apparate, Aktivitäten, Fähigkeiten. Hier drinne. Und einmal ein Mikro. Da nehmen wir aber kein goldenes, wir nehmen ja so ein dunkles. Und platzieren das einfach mal hier so an der Seite. Okay. Gut. So kann man das machen. Das stört das nicht so sehr. Wo mal ein bisschen schon war. Machen das mal ein bisschen so seitlich. Genau, so kann man das machen. Genau. Jo. Gut. Gibt's hier sonst noch was anderes Neues? Ich müsste wirklich das alles mal einzeln anklicken. Das seht ihr ja nicht hier. Wobei, es wäre auch noch toll, wenn es so eine Funktion gibt. Ja, habe ich mal angeguckt. Mach mal bitte den Neufilter weg. Das wär's. Weil hier kann ich ja noch nicht mal anklicken. Ja. Ich sehe ja, dass es neu ist. Okay, ich sehe auch vom Wattet neu ist. Aber vielleicht gibt es irgendwas in der Option. Ihr könnt ja mal gucken. Spieloption. Schauen wir mal rein. Vielleicht Grafik, sowieso Gameplay, würde ich sowas sagen. Nö, da ist nichts. Tutorial zurücksetzen wahrscheinlich nicht. Steuerung, Kamera, weiteres. Benutzerdaten teilen. Da kriegen die Informationen von mir. Automatisch neu verbinden. Gemeldete Inhalte verbergen. Okay. Gut, dann kann man hier nichts einstellen. Okay, dann können wir die wieder zumachen. Schade. Gut. Ja. Wollte schon sagen, warum geht's nicht weiter? Aha. Das ist ja mal ein Ding, es trifft sich die ganze Familie hier unten, ne? Gut, sie muss definitiv auch was für die Arbeit machen. Und zwar, was muss sie machen? Witze schreiben, Musik üben, nicht begonnen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach oben machen. Ah, wir lassen ihr mal den Balken noch. Sie hat ja noch Zeit, wa? 3 Tage, ja, ja. Ist ja 3 Tage bis C-Promi, hä? Wo geht sie denn jetzt überhaupt hin? Mal sehen, ob sie mit automatisch weg... Ah, sie wechselt automatisch. Okay. Automatisch die Etage wechselt. Wobei die Nachtklamotten passen jetzt gar nicht wirklich, wa? Das sieht schon ein bisschen, merkwürdig aus. Tanzen will sie. Okay, dann kann sie Musik auch üben. Und wollen wir mit ihr ins Labor? Bin am Überlegen. Müssen wir da hier noch viel was machen eigentlich nicht, wa? Ich denke, wir können direkterweise mitmachen im Labor. Hört sich da gut an, wa? Wir wollten ja sowieso ins Labor. Wir wollten ja was bauen, oder? Okay, wir gehen mit ins Labor, machen da mal mit. Und befinden uns dann wieder auf den neuen Ladescreen. Ja? Wo ich jetzt noch nicht mal so machen kann. Das vermisse ich irgendwie. Dieses so hinterhergehen so. Ja. Ja. Ich mache es trotzdem so im Gedenken des alten Ladescreens so. Ja? Immer so schön lang. Ach, das waren Zeiten gewesen. Der alte Ladescreen. Neue sieht irgendwie so ein bisschen billiger aus. Ja, manchmal dreht er sich schneller und langsam, habt ihr gesehen, wa? Gut, wir machen den Arbeitstag aber erst morgen. Genau. Und da wollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie was reißen können. Ich sehe auch gerade, dass wir hier auch eine neue Aufgabenstellung bekommen haben. Das scheint sich also von Tag zu Tag zu ändern. In dem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Ja. Bleibt soweit gesund. Ja. Genießt vor allen Dingen das Wetter da draußen in der Real-Life-Welt. Ja. Schaut nicht so viele YouTube-Videos. Schaltet ruhig mal euren Computer mal wieder ab. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und bis morgen wieder.